Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal Multiplayer. Heute habe ich die Better Grass and Leaves Mod für euch. Und das ist eine etwas kleinere Mod, jedoch das, was sie hinzufügt, ist echt krass. Also es verbessert das Spiel wirklich ziemlich. Und als erstes, wenn ihr die Mod installiert habt, müsst ihr die Taste F10 drücken. Ich habe die jetzt verändert, weil sonst meine Aufnahme stoppen würde. Das ist mir eben nämlich passiert. Aber bei euch ist das standardmäßig F10. Wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr das einfach unter dem Punkt Steuerung verändern. Und zwar, hier sind jetzt die ganzen Sachen, die wir so einstellen können. Das gehe ich jetzt nicht alles genau durch. Das könnt ihr euch ja selber mal angucken. Und zwar habe ich mir das so jetzt eingestellt, wie ich es am schönsten finde. Und ja, wenn wir jetzt die Mod sozusagen aktivieren drücken, müssen wir F9 drücken. Das habe ich bei mir auch wieder ein bisschen verändert. Also die Taste. Und wir sehen jetzt auf der Stelle, es hat sich sehr viel verändert. Und zwar wird hier erstmal überall noch Gras hinzugefügt. Auch da, wo kein Gras ist. Also ihr seht hier, das sind ganz normale Grasblöcke, die vorher, also die ganz normal dort sind. Aber dieses Gras hier, was ihr hier seht, das ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Ihr seht, wenn ich das hier wegschlage, schlage ich den Grasblock weg, aber nicht das Gras irgendwie. Also es ist alles ein bisschen realistischer. Und ihr seht auch hier an den Rändern vom Gras, hängt das Gras da so ein bisschen runter. Also es ist überall anders, das runterhängende Gras. Und ja, dann sieht das nochmal ein bisschen besser aus. Außerdem haben wir jetzt hier, ich drücke mal F5, beim Laufen wird das Gras irgendwie so platt getreten. Hier sieht man. Ja, das ist auch nochmal ein echt cooles Feature. Und ja, es kommt natürlich noch mehr dazu und das zeige ich euch jetzt mal. Und dafür gehen wir jetzt mal in das Waldbiom. Denn es heißt ja schließlich Better Grass and Leaves Mod und ihr seht auch hier direkt, was sich verändert hat. Und zwar die Blätter, die sehen wirklich ganz anders aus und hier fallen auch ab und zu so vereinzelte Blätter runter. Hier seht ihr. Also die Bäume wirken jetzt von der Ferne hier, wirken die viel runder und wirklich ein bisschen realistischer. Hier mal der Unterschied. Ohne. Mit. Also es sieht wirklich übertrieben realistisch aus dadurch jetzt. Nicht mehr so eckig. Und naja, mir haben die Bäume noch nie wirklich hundertprozentig gefallen hier in Minecraft. Aber so gefällt mir das schon echt super. Gehen wir jetzt nochmal hier hin zurück. Gehen wir als nächstes in die Wüste. Denn da hat sich auch ein bisschen was verändert. Und das sieht man hier direkt an den Kakteen. Die haben jetzt irgendwie noch zusätzliche Stacheln so bekommen. Also es wirkt eigentlich alles wirkt viel räumlicher. Hier nochmal der Unterschied. Ohne. Mit. Und ja, es also die Mod, die fügt nichts weiteres hinzu. Also keine neuen Blöcke oder so, keine neuen Crafting-Rezepte, gar nichts. Sondern es ist halt einfach nur die Optik. Und deshalb funktioniert das Ganze auch im Multiplayer. Und ja, deshalb finde ich diese Mod auch nochmal wirklich hammermäßig. Und ja, gehen wir jetzt hier nochmal... Ach genau, warte. Ich muss nochmal zurück in die Wüste. Bei Gras wurde das Gras ja platt gedrückt. Und jetzt, wenn wir hier auf Sand laufen, seht ihr, da hinterlassen wir so Spuren im Sand. Und das finde ich echt übelst Hammer. Und ja, nach einer Zeit verschwinden die dann wieder. Hier, die verblassen jetzt langsam und irgendwann sind sie dann ganz weg. Hier, jetzt sind sie so gut wie weg. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Und gehen wir jetzt mal in das Schneebiom. Denn da hat sich auch eine ganze Menge verändert. Hier sieht man auch ein bisschen Gras, aber das ist zugeschneit, dieses Gras. Wenn wir das hier weghauen, ist das Gras normal da, aber wenn dann da Schnee drauf liegt, ist das halt so zugeschneit. Und ich finde, das sieht auch wirklich ziemlich gelungen aus. Und jetzt hier
Der Schnee, der auf den Blättern liegt, der hängt hier auch so an den Seiten runter und liegt so ein bisschen auf den Blättern drauf und nicht nur so einfach. Ja, hier nochmal der Unterschied. So, genau. Also das Verbess ist wirklich auch nochmal übelst verbessert. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Und gehen wir jetzt mal zum letzten, nämlich zum Sumpf. Da hat sich auch ein wenig verändert. Und zwar die Seerosen. Ihr seht hier, einige haben jetzt hier Blüten. Und alle haben jetzt hier so Wurzeln, die ins Wasser ragen. Und hier sind jetzt auch Unterwasserpartikel ein paar. So, das müssten so, sind wahrscheinlich so rumschwimmende Algen oder so. So kleine, ganz kleine Algen. Außerdem sind hier noch so, so Algen unter Wasser und Farne. Also wie gesagt, ja genau, und hier, wenn das Wasser am Rand ein Block tief ist, dann wachsen hier so, oder wächst hier so, ja, wie heißt denn das? Schilf ist das, oder? Ja, dann wächst da an manchen Stellen Schilf. Und ja, also wie gesagt, die Landschaft wird dadurch echt viel realistischer und viel epischer. Und ja, dann war es das jetzt auch schon wieder von dieser Mod-Vorstellung. Wenn sie euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Mods habt, die ihr cool findet, dann schreibt sie mir noch unten in die Kommentare. Dann werde ich die demnächst auch mal vorstellen. Und ja, ich würde sagen, sehen wir uns bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Bis dann. Tschüss. Ich muss weg, ich muss weg, 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 nein! Ein Herz, nein, weg! Ah, beschützt mich, Leute, bitte, Hilfe! Wie der Raum schreien muss. Nein, die hat verfolgt! Oh, ich konnte mich heilen! Jetzt weg mit dem, weg, 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 weg! Boah, weg, weg, weg! Alter, du Schreiner. Ah, jetzt kann ich ihn bitte. Autsch! Au, au, au! Ich lebe immer noch! Ah, oh, kannst du nicht etwas tiefer reden? Ah!